Ich möchte heute zeigen, wie man eine E-Nachricht versendet. Wenn das Dokument E-Nachricht noch nicht angelegt ist, dann gehe ich auf Dauerakte, rechte Maustaste, Neu, Dokument. In dem Bereich Steuern befinden sich die E-Nachrichten. Mit einem Doppelklick kann ich das Dokument nun öffnen. Ich befinde mich jetzt im Register Übersicht. Hier werden alle E-Nachrichten angezeigt, die bereits angelegt wurden. Hier oben befinden sich die einzelnen Schaltflächen. Mit Neu lege ich eine neue E-Nachricht an. Bearbeiten, damit kann ich bereits erstellte E-Nachrichten bearbeiten. Mit Löschen kann man die E-Nachrichten löschen. Abschließen bedeutet, dass man die E-Nachricht danach nicht mehr bearbeiten kann. Mit Aktualisieren aktualisiert man diese Oberfläche. Mit Kopieren kann man eine bereits erstellte E-Nachricht kopieren. Wählt man nun dieses Dropdown aus, kann man sehen, welche E-Nachrichten alles erstellt werden kann. Es gibt eine E-Änderung der Adresse, E-Änderung der Bankverbindung, einen E-Antrag der Vorauszahlungsanpassung, eine E-Belegnachreichung, einen E-Einspruch, einen E-Antrag auf Fristverlängerung und eine sonstige E-Nachricht. In meinem Fall möchte ich eine sonstige E-Nachricht erstellen. Die Daten, die hier oben drin stehen, werden aus den Stammdaten übernommen. Wichtig ist, dass hier eine Steuernummer drin steht. Sollte hier keine Steuernummer drin stehen, kann diese hier über diesen Auswahlbrowser ausgewählt werden. Jetzt kann ein Betreff erfasst werden. Ich schreibe hier rein. Schreiben vom 9.10.2024 und in das Textfeld schreibe ich rein, hier steht ein Text. Man kann auch Textbausteine benutzen. Diese Textbausteine, die kann man entweder mit der Schaltfläche hier oben hinzufügen oder man sagt in dem Textfeld rechte Maustaste. Textbausteine verwenden. Die Textbausteine werden vorab in der Zentralakte angelegt und dienen dazu, wenn immer wieder der gleiche Text geschrieben werden soll, dass man dann halt sozusagen eine Textvorlage hat, die immer wieder benutzt werden kann. Des Weiteren kann ich ein Dokument hinzufügen. In meinem Fall möchte ich jetzt ein PDF-Dokument an die Nachricht anhängen. Dazu gehe ich hier unten auf Hinzufügen. Sage PDF-Dokument, dann wählt man sich den Pfad aus, wo das PDF-Dokument hinterlegt ist. Wenn einem das Dokument dann angezeigt wird, einfach mit einem Doppelklick draufklicken und das PDF-Dokument ist hinzugefügt. Jetzt bin ich mit meiner E-Nachricht fertig und ich kann nun hier oben über das Elster-Symbol die E-Nachricht verschicken und mit dem Dropdown kann ich mir aussuchen, ob die Nachricht in die Elster-Auftragsliste übergeben werden soll oder ob ich die direkt versenden möchte. Ich möchte die Nachricht in die Elster-Auftragsliste übergeben. Einmal mit OK bestätigen. In unserem Fall ist noch keine Elster-Auftragsliste angelegt. Das heißt, ich gehe einmal auf Dauerakte, rechte Maustaste, Neu, Dokument. Unter Transfer- und Druckerlisten finde ich die Elster-Auftragsliste. Diese einmal mit einem Doppelklick öffnen. Und da sehe ich auch schon meine E-Nachricht. Wenn ich mit einem Doppelklick auf die E-Nachricht raufgehe, kann ich mir vorab einmal das Protokoll anschauen, kann nochmal drüber gehen, ob alles stimmt, ob alles drinne ist, ob ich so einverstanden bin. Dann gehe ich hier oben auf Versenden oder ich kann auch mit der rechten Maustaste auf Senden gehen. Wichtig ist, wenn hier noch weitere unversendete E-Nachrichten zur Verfügung stehen, dann markiere ich die vorab, alle, die ich versenden möchte, gehe dann auf Senden und es öffnet sich ein Fenster, wo dann alle E-Nachrichten bereitstehen, die versendet werden können. In diesem Fenster kann keine Auswahl mehr getroffen werden. Und dann gehe ich auf Versenden.
Weitere interessante Videos gibt es auf unserem YouTube-Kanal.